Im mittlerweile schon fünften Teil der FIM-Tutorial-Reihe wollen wir uns einmal dem Aussehen und generell dem Look and Feel von FEM widmen. Hier gibt es verschiedene Möglichkeiten. Einmal können wir den eingebauten Stil verändern, indem wir andere mitgelieferte Stile bereits verwenden. Dazu gehen wir einmal wieder auf unser Standard-Web-Interface und suchen dort das Attribut StyleSheet-Prefix. Wenn wir das zum Beispiel jetzt einmal auf Dark stellen und die Seite neu laden, dann sieht das Ganze eben so aus. Das heißt, der komplette Style der Seite verändert sich. Und dieser Stil ist jetzt zum Beispiel von Haus aus mitgeliefert und den kann man sofort so setzen. Möchte man das nicht mehr, kann man einfach das Attribut hier wieder löschen, lädt einmal die Seite neu und dann sieht alles wieder aus wie vorher. Genauso gibt es bei dem StyleSheet-Prefix den Style iOS 7. Den können wir uns auch einmal angucken. Der sieht dann eben so aus. Meiner Meinung nach auch nicht so besonders schön, aber auf jeden Fall schon mal ein bisschen moderner als der Standardstil. Eine andere Möglichkeit ist eben, einen komplett eigenen Stil einzufügen. Dafür muss man sich allerdings ein bisschen mit CSS auskennen. CSS ist eine, ja, Programmiersprache möchte ich jetzt nicht sagen, eine Gestaltungssprache, um eben verschiedenen Elementen verschiedene Stile zu geben. Wie zum Beispiel kann man sagen, dass hier die Ecken zum Beispiel abgerundet sein sollen oder eckig, welche Farbe der Hintergrund hat, dass es hier eine kleine Border gibt, also einen Rahmen, der schwarz ist, etc. Darauf möchte ich aber nicht näher eingehen. Dazu gibt es auch schon genug Tutorials im Internet, wie genau man welche Elemente wie gestaltet. Ich möchte vielmehr euch einmal zeigen, was alles möglich ist. Und zwar habe ich in ungefähr einer Stunde Arbeit einen eigenen Stil erstellt, welcher auch auf GitHub verfügbar ist. Die URL dazu findet ihr natürlich auch im entsprechenden Blogbeitrag, der unter diesem Video verlinkt ist. Genau, ich klone jetzt also einmal diesen Stil in das entsprechende Verzeichnis. Das heißt, ich hole mir die Quellen aus diesem öffentlichen GitHub-Repository eben auf meinen Raspberry. Dazu habe ich mich hier schon wieder eingeloggt und klone jetzt diese Infos einfach da einmal hin. Das müssen wir mit Yes bestätigen. Genau, und jetzt haben wir hier eben ein neues Verzeichnis, was hausautomatisierung.com heißt. Der Vollständigkeit halber würde ich dem jetzt einfach nochmal dieselben Rechte geben wie den anderen. Das heißt, die haben hier volle Rechte und die gehören dem User FEM und der Gruppe Dialout. Das heißt, ich mache einmal sudo chown FEM Dialout auf das Verzeichnis hausautomatisierung.com. Und dann mache ich noch ein Minus R, dass das eben auf alle Dateien und Verzeichnisse angewendet wird, die da drin auch enthalten sind, also rekursiv. Genau, und jetzt passe ich noch die Rechte an. Mit CA mod 0777, auch wieder mit Minus R. Und dann sieht es genauso aus wie die anderen. So, zurück hier, wenn wir einmal aktualisieren bei uns, sehen wir natürlich, dass sich noch gar nichts verändert hat. Der zweite Teil der Beschreibung sagt, dass wir eben hier so ein Attribut CSS-Files haben, wo wir eben zusätzliche CSS-Dateien auf unserer Web-App-Oberfläche zu dieser hier eben laden lassen können. Das bedeutet, ich gehe einmal wieder in mein Web-Device, suche hier das Attribut CSS-Files und gebe hier den entsprechenden Wert ein. Dadurch laden wir einmal diese Datei, die hier enthalten ist, und zwar können wir hier auch einmal schauen. Hier liegt eben dieses Styles CSS und die wird jetzt entsprechend geladen. So, wir setzen das Attribut und schon sehen wir mein persönliches Look and Feel, was natürlich ein bisschen hier der Website nachempfunden ist. Mir persönlich gefällt es so schon sehr viel besser. Dadurch speichern wir jetzt einmal die Config. Hier sieht man auch, dass die Fehlermeldung bzw. die Meldungen generell auch sehr viel präsenter hervorgehoben werden. Genau, solltet ihr Änderungswünsche zu diesem Stil haben, geht doch bitte gerne hier auf GitHub und hier oben auf Issues und erstellt dann bitte hier einen neuen Issue, auch wenn ihr Fehler findet oder
Dinge habt, die generell noch nicht so schön aussehen oder die ich einfach vergessen habe zu gestalten, könnt ihr das gerne entsprechend anlegen. Ja, das soll es auch schon wieder mit diesem Video gewesen sein. Dieses Mal wirklich ein bisschen kürzer. Die anderen Videos waren ja doch schon sehr lang. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen und ja, probiert einfach mal einen anderen Stil auf eurer Fem-Instanz aus. Und ich würde mich freuen, wenn ihr dem Video einen Daumen nach oben gebt. Und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dann. Ciao.